Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im neuen Jahr zum neuen Format, quasi von der Tagesschau ins Frühstücksfernsehen, zu unserem Trend Talk. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein aus dem quasi Home Studio und freue mich auch gleich auf eine spannende Gesprächsrunde mit unseren befreundeten Entscheidungsträgerinnen und Vorständen aus der Wohnungswirtschaft, quasi unseren Habitation Homies. Wir werden heute sprechen über das, was uns und was meine GesprächspartnerInnen antreibt, was sie umtreibt. Und im Anschluss werden wir auch noch die Möglichkeit haben für Networking. Da freuen wir uns natürlich auch alle sehr drauf, wenn wir dann noch in den Austausch kommen können. Und bevor wir das aber machen, kann ich schon mal sagen, dass wir noch ein paar großartige Neuigkeiten im Rahmen des heutigen Morgens bekannt geben werden. Insofern bleibt gespannt. Jetzt aber erstmal Bühne frei für meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Dr. Iris Beuerle. Ich sage einfach mal ganz kurz, wer eigentlich noch so mit mir ist. Frau Dr. Beuerle ist Verbandsdirektorin beim VBW, dem Verband der Wohnungswirtschaft Baden-Württemberg. Guten Morgen. Guten Morgen. Dann haben wir natürlich auch mit dabei, was uns sehr freut, unseren leitenden Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte, Herr Dr. Thomas Hein. Guten Morgen auch an Sie. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Und dann begrüßen wir auch aus Baden-Württemberg, aber aus Karlsruhe, den Herrn Stefan Storz, Geschäftsführer von der Volkswohnung. Ja, schönen guten Morgen aus Karlsruhe. Und dann haben wir auch noch mit dabei einen der Mitgründer von Habitation und den Leiter des Unternehmensbereichs IT-Projekte und Innovationen von der NHW, Klaus Straub. Guten Morgen. Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ja, die erste Frage würde ich gerne tatsächlich an alle in dieser Runde stellen, weil ich glaube, dass sie uns alle auch vielleicht nicht gleichermaßen aber auf jeden Fall ähnlich umtreibt. Es ist die Frage, was macht eigentlich das letzte Jahr, das ja schon sehr speziell war, was macht die Pandemie mit uns? Inwiefern verändert sie den Auftrag und vielleicht auch das Geschäftsmodell der Wohnungswirtschaft? Frau Dr. Beuerle, was sagen Sie? Ja, ich würde eher sagen, dass der Auftrag unserer Wohnungsunternehmen bestätigt wurde, weil unsere Unternehmen sind die gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum errichten, schon seit Generationen. Manche sind ja schon über 100 Jahre alt. Und diese Bestandshalter, das ist ja ganz entscheidend. Also sie spekulieren nicht, sind verlässliche Partner. Und insofern sind sie auch verlässliche Partner für die Menschen, die darin wohnen und auch für die Kommunen, um eben dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Und auch während Corona hat kein Mieter seine Wohnung verloren. Also insofern sind wir auch hier ganz krisensicher, wie auch schon in der Finanzkrise 2008. Und unser Modell hat sich bestätigt. Das ist eigentlich eine gute Erkenntnis. Das ist nochmal ein positives Statement und lässt auch in die Zukunft zuversichtlich blicken. Herr Dr. Hein, wie sehen Sie das denn? Naja, wenn ich eine Kernbotschaft mit Covid-19 verbinde, dann ist die große Freude darüber, dass wir es geschafft haben, innerhalb der kürzester Zeit unsere Technik auf den Standard zu bringen. Man sieht es nicht nur mit dieser Veranstaltung, sondern dass es uns gelingt, Mieterveranstaltungen weiterzuführen, nämlich virtuell und nicht durch Covid in irgendeiner Weise beschränkt worden zu sein. Dann übergebe ich vielleicht direkt weiter an unseren IT-Leiter, den es ja auch im Wesentlichen Operativen sehr betroffen hat. Wie sieht es da aus? Ja, sehr gerne. Vielleicht lesen wir schon bald zwei Zimmer, Küche, Bad und ein Arbeitsplatz, also ein kleines Büro oder ein Arbeitsplatz im Workspace des Quartiers. Ich bin überzeugt, dass Corona sowohl neue digitale Services befeuern wird,
wie auch den Begriff Wohnen, und das haben ja viele von uns auch festgestellt, die jetzt heute zu Hause arbeiten, verändern wird. Es bleibt spannend für uns, was dann nachher wirklich nach Corona hängen bleibt. Aber ich bin überzeugt, vieles davon, was wir jetzt heute kennengelernt haben, werden wir auch nachher erleben. Und da wird die Wohnungswirtschaft auch darauf reagieren müssen. Ja, vielen Dank. Herr Storz, wie sehen Sie das? Ja, also für uns ist ganz klar die Erkenntnis, dass bezahlbarer Wohnraum, gute Nachbarschaft ist, wichtiger ist denn je. Wir sind als Branche überaus krisenfest und finanzkräftig. Leider sind viel zu viele Gewerbemieter stehen vor dem Aus und benötigen unseren Zuspruch und wollen noch individuelle Lösungen. Das haben wir sicherlich jetzt noch nicht unmittelbar vor Augen. Wir waren viel schneller im mobilen Arbeiten, Homeoffice mit digitalen Kompetenzen, als unsere Mitarbeitenden das für möglich gehalten haben. Also da haben wir viel angearbeitet und Vertrauen erarbeitet und Bewerberzahlen beim Recruiting von Mitarbeitern steigen. Also das ist auch eine positive Nebenerkenntnis. Wohnungswirtschaft ist gefragt und ganz spannend, Sie sagen, das habe ich auch erst mal gelernt in dem Prozess, wir sind die Homies. Ja, Homies sind gefragt. Ja, sehr schön. Ja, Stichwort Nachbarschaft. Frau Dr. Bäuerle, ich hätte von Ihnen gerne gewusst, Sie haben ja doch auch ein ganz beträchtliches Verbandsgebiet, würde ich mal sagen, mit sehr vielen, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich gestrickten Mitgliedsunternehmen. Welche Trends beobachten Sie denn insbesondere auch im Blick eben auf die Themen Quartiersentwicklung und Mieterkommunikation? Also man muss ja bei der Frage der Quartiersentwicklung einfach sehen, dass die demografische Entwicklung und auch die gesellschaftliche Entwicklung sich immer auf die Quartiersentwicklung, auf die Quartiere auswirkt. Und natürlich jetzt auch durch die Pandemie vielleicht nochmal eine andere Frage. Insgesamt geht es ja darum, wie wollen wir eigentlich in Zukunft wohnen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Und das hat jetzt vielleicht auch nochmal in der Pandemie eine ganz andere Sichtweise genommen. Wo will ich alt werden? Wie will ich den Alltag in Zukunft gestalten? Wie will ich meine Freizeit gestalten? Und vor allem, wie kann das Wohnen trotzdem noch bezahlbar sein mit all seinen Dienstleistungen? Und diese Fragestellung, die kreist sich sozusagen immer um das Thema auch der Quartiersentwicklung. Wenn man dann einen Blick auf die Demografie wirft, wir haben eine zunehmend alternde Bevölkerung und alle wollen so lange wie möglich im eigenen Haus bleiben. Also da braucht es Dienstleistungen, es braucht Nachbarschaftsbetreuung, es braucht aber auch Pflege- und Unterstützungsmöglichkeiten, es braucht neue Angebote auch für die Wohnformen. Wir haben auch zunehmend Individualisierung, unterschiedliche Lebensstile. Auch das wirkt sich aus auf Wohnformen. Junge Menschen, die wollen lieber tauschen statt teilen oder statt besitzen. Also diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die es eh schon gibt, die verstärken sich jetzt unter Umständen einfach auch nochmal durch diese Pandemiesituation, sodass das Wohnen nochmal eine ganz andere Stellung bekommt, auch das Arbeiten. Wo will man wohnen? Will man eher in kleineren Einheiten wohnen? Braucht man ein Arbeitszimmer? Also auch das sind alles Themen, die eine Rolle spielen. Und aber in der gesellschaftlichen Entwicklung ist auch noch zunehmende Internationalisierung, soziokulturelle Unterschiede. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir die Segregation nicht noch weiter treiben. Also wir brauchen durchmischte Quartiere. Auch in der Konzeptvergabe müssen wir darauf achten, dass sowohl Eigentum als auch bezahlbares Wohnen nebeneinander steht. Wir brauchen auch durchmischte Quartiere insgesamt. Dann die Frage der Mobilität spielt eine Rolle. Auch Carsharing ist wichtig. Wir brauchen kein Auto mehr. Wie sieht der Klimawandel aus? Also diese ganzen Effekte der gesellschaftlichen Entwicklung wirken alle auf die Quartiersentwicklung. Und insofern, ja, das vielleicht vorweg, müssen wir in all diesen Facetten gucken, wie wir das hinbekommen und eben immer unter diesen Fragestellungen, wie wollen wir in Zukunft wohnen, leben, arbeiten, wie wollen wir alt werden. Und da glaube ich schon, dass wir noch jede Menge vor uns haben, auch in Bezug auf gemeinschaftliches Wohnen, auf neue Wohnformen, auf Dienstleistungen, die eben nur gemeinschaftlich auch erstellt werden können. Wir müssen kooperieren im Quartier mit anderen Akteuren, um genau diese Ziele auch gemeinschaftlich
zu erreichen. Also auch mit Blick auf den Klimaschutz, auch energetische Quartiersentwicklung. Auch das geht nur gemeinsam mit den Akteuren. Ich weiß nicht, ob wir auf die Kommunikation noch zu sprechen kommen oder das später nochmal machen. Gerne, also wenn Sie gerade konkrete Beispiele noch haben. Also Sie haben jetzt ja einige sehr große Themen angeschnitten. Da sieht man auch, wie Sie auch als Verband und gerade als Verbandsdirektorin das alles tatsächlich im Blick haben müssen, was ja einfach wirklich eine Bandbreite an Herausforderungen ist. Gut, und genau. Jetzt kommt es darauf an, wie kriegt man diese Dienstleistungen und diese Kommunikation an die Mieter? Da kann man ja unterscheiden. Einmal die Kommunikation zwischen Vermieter und Mieter, also was leistet alles das Wohnungsunternehmen und was gibt es da dann für Hilfestellungen? Also wenn man mal den Vermietungsprozess nur mal durchgeht, also vom Inserat, von der Wohnungssuche bis zur Besichtigung, dann bis hin zum Wohnen, was alles passieren kann, Nachbarschaft, Schadensmeldungen, Probleme sozusagen, bis hin zum Auszug, all das sind ja Prozesse, die ja inzwischen auch ganz digital gesteuert werden. Da kommen dann Chatbots ins Spiel, wie kann man schneller Wohnungen suchen, wie kann man mit Virtual Reality Wohnungen angucken. Also das sind die Kommunikationselemente ganz andere geworden inzwischen, wenn man eben nicht nur analog diesen ganzen Vermietungsprozess sehen kann, sondern eben auch digital. Und wenn man dann noch guckt, so auf diese Kommunikation vielleicht zwischen Mieter und Mieter, Nachbarschaft, Sie haben es angesprochen, ganz wichtig. Wie können die sich durch Mieter-Apps auch austauschen? Also nicht nur, dass der Vermieter den Mieter über eine App mitteilt, aktuelle Neuigkeiten, sondern auch, wie können die Mieter untereinander chatten? Wie können die sich austauschen? Dann das ganze Thema Smart Home, AAL, Versorgung, wieder unter dem Aspekt, wie man lebenslang und selbstbestimmt alt werden kann. Also da haben wir jede Menge Kommunikations- und auch technische Möglichkeiten. Insofern freue ich mich auch nachher im Chat, wenn es da Interesse gibt, auf einen tieferen Austausch, glaube ich, gibt es da auch jede Menge noch von Startups Möglichkeiten, sich mit irgendwelchen Themen innerhalb des Vermietungsprozesses, innerhalb der Dienstleistungen auch nochmal verstärkt auszutauschen. Ja, super, vielen Dank. Startups ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich würde gerne den Herrn Storz als quasi Associate der ersten Stunde auch nochmal befragen. Wie ist denn so wahr, die vielen Impulse, die Sie auch eben teilweise über Habitation erhalten haben, so im vergangenen Jahr? Wo setzen Sie gerade Ihre inhaltlichen Schwerpunkte und wonach haben Sie dann auch die Startups und PropTechs und Lösungen für die potenziellen Pilotprojekte ausgewählt? Ja, also da berichte ich gerne darüber und es waren ja jetzt ein paar Fragen. Also wir sehen die PropTechs als Impulsgeber für die digitale Entwicklung in der Wohnungswirtschaft. Ja, das sind agile Startups, die auf uns treffen, auf das Know-how in der Wohnungswirtschaft. Wir lernen da wahnsinnig viel durch den Dialog mit den Gründerinnen und Gründern. Sie denken anders, sie denken innovativ, sie denken quer. Ja, wir sind seit 2019 Habitation Associate und haben durch die jährlichen Contests, die sie anbieten, viele spannende Gründer und PropTechs erlebt. Ja, sie helfen uns in der Wohnungswirtschaft effizienter, transparenter und digitaler zu werden. Das klingt jetzt mal ziemlich einseitig, aber wir haben auch einiges einzubringen. Also zum einen halt eben, dass sie die Produkte platzieren können und wir haben eine Vorstellung, wie aus diesen Einzelanwendungen, aus diesen Teilprozessen auch Skaleneffekte generiert werden können, indem die auf unseren Wohnungsbestand überführt werden und auch unser wohnungswirtschaftliches Netzwerk gegebenenfalls auch bedient werden kann. Ja, wir sind ja in einer großartigen Community in der Wohnungswirtschaft und das ist natürlich auch ein Rieseneffekt, den man bieten kann. Unsere Themenschwerpunkte folgen natürlich unseren strategischen Zielen. Da waren so diese nachhaltigen Innovationsstrategien noch nie schon immer in unseren 100 Jahren Geschichte auch voll implementiert. Und da geht es um moderne Bauweisen, modulares Bauen,
klimaneutral sanieren, sage ich mal. Wir sind auch in der Initiative Wohnen 2050 implementiert. Und da gibt es noch so viel zu lernen bei uns und auch Know-how aufzubauen. Es ist relativ komplex. Da haben die, die jungen, wilden Gründerinnen und Gründern einiges zu beizutragen. Natürlich auch BIM, nachhaltige Mobilitätskonzepte, ist angesprochen von der Frau Dr. Bäuerle. Ja? Wir wollen mehr Fahrrad, mehr ÖPNV, weniger Auto und E-Mobilität dafür. Und da gibt es eine ganze Menge Lösungen, die da mit angeboten werden und die in Teilschritten einfach helfen. Die Dekarbonisierung der Energieerzeugung, auch da gibt es viele Punkte dazu. Und ist nie ganzheitlich gelöst. Das sind Teilprozesse, die mit moderner Technologie und Vernetzung einfach effizienter gestaltet werden können. Und das macht richtig Spaß. Ja, wie wählen wir die Startups aus? Also da kriegen wir von Ihnen eine Plattform zur Verfügung gestellt, haben ein eigenes Team für eine Vorauswahl und stellen fest, dass wir, wenn diese Startups in der Geschäftsleitungsrunde präsentieren, eigentlich auch fast alle dabei sein wollen. Lassen Sie sich nicht nehmen. Es sind oftmals super Ideen. Im Endeffekt muss man natürlich auch Workshops machen, die dann wiederum in dem Fachbereich implementiert sind, um die zum Laufen zu bringen, um Pilotprojekte zu machen. Es ist sicherlich kein Selbstläufer im Tagesgeschäft, aber eine sehr, sehr lohnende Investition. Und wir haben derzeit 5 Piloten beziehungsweise auch direkte Zusammenarbeit laufen. Und das ist also wirklich sehr, sehr zielführend und macht auch etwas mit uns. Und das ist sehr, sehr positiv, ja. Selbst wenn man manchmal denken würde, wir müssten ein bisschen schneller sein, ja, dann gehen wir so in der Umsetzung. Aber diese Flexibilität, die müssen wir auch erlernen und da sind wir auf dem besten Weg. Und da auch vielen Dank an das Habitation-Team. Das machen sie großartig. Sie haben eine total engagierte Zusammenarbeit und die Arbeit lohnt sich in jedem Fall. Ja, vielen Dank für das Lob. Da freuen wir uns natürlich sehr. Aber vielen Dank auch vor allem an Sie natürlich fürs Mitmachen und Umsetzen. Uns geht es ja allen darum, dass hier was umgesetzt wird und dass wir auch konkret werden und dann voneinander lernen. Vielleicht können Sie noch ganz kurz sagen, Sie haben gesagt, 5 Pilotprojekte, so in welche Bereiche gehen die, welche thematischen Schwerpunkte gehen Sie da gerade an? Das ist zum einen das energetische Sanieren und zur Klimaneutralität, damit wir da auch, da nutzen wir eine Software. Wir beschäftigen uns mit der Mobilität, also auch Lastenrädern, wie kriegen wir das über Apps umgesetzt. Holzbauweise ist auch ein Projekt, wo wir auch direkt einsteigen würden, Urban Energy. Also es ist so quer durch, damit wir auch, ich sag mal, unterschiedliche Teams bedienen können. Ja? Weil es ist nicht möglich, weil wir ja dann doch auch sehr, sehr vielfältige Aufgaben haben und das einfach unterstützend mit Arbeit macht, aber halt eben dann auch mit dem Ziel, Mehrwerte zu generieren. Und da werden, wie gesagt, sehr innovative Lösungen noch mit ergänzend angeboten. Und da schauen wir schon, dass es auch verschiedene Fachbereiche bedient. Also von daher sind wir auch in vielen strategischen Zielen mit diesen Unternehmen unterwegs. Ja, spannend. Vielen Dank. Da werden wir, glaube ich, noch viel hören und natürlich auch über Habitation immer mal wieder berichten. Wie sieht es eigentlich bei uns aus in der NHW mit der Umsetzung? Klaus Straub, als Mitinitiator von Habitation und aber eben auch als Leiter des Unternehmensbereichs IT, wo ja doch auch sehr viele der Innovationen, die reinkommen, auch irgendwie eine Schnittstelle zur IT haben. Wie sieht es denn bei uns mit der Umsetzung aus? Sehr gut sieht es bei uns aus. Also mein Team und ich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit vielen Startups zu Trends, zu Technologien und zu ihrer Lösung. Ich stelle einfach fest, dass beim Thema Trend, das ist so ein unbestimmter Begriff, da ist nicht ganz klar, wann kommt so ein Trend, ist man zu früh oder zu spät dran. Und auch eine neue Technologie bietet an sich für uns keinen Mehrwert, sondern eine Technologie muss immer ein Problem lösen oder Mehrwerte schaffen. Wir stellen aber auch fest, dass Startups genau auch an diesem Punkt sind. Sie haben zwar eine total coole Technologie
und vielleicht auch eine Lösung entwickelt. Sie wissen aber nicht, wie die auf die Geschäftsmodelle der Wohnungswirtschaft passen. Und hier kommen eigentlich sehr gerne wir auch ins Spiel und insbesondere das Habitation Team, weil das Habitation Team stellt sich als Sparring-Partner für die Startups zur Verfügung und erarbeitet mit ihnen passgenaue Lösungen für die Wohnungswirtschaft. Und diese Lösungen setzen wir dann auch gerne bei uns ein. Und wir haben da sehr viele Lösungen in den letzten Jahren bei uns eingeführt, insbesondere im internen Teil, also unsere internen Prozesse, dass die schlanker werden oder besser werden. Aber auch unsere Mieter profitieren von Lösungen. Mir fällt da ein, der Chatbot auf der Homepage zum Beispiel, der kam von Habitation und soll Standard oder der beantwortet Standardfragen von unseren Mietern. Frau Dr. Beuerle hat vorher die Kommunikation angesprochen. Also wir setzen auch eine Mieter-App ein, wo einfach eine neue Form der Mieterkommunikation eröffnet, auch unter den Mietern untereinander. Und Wohnungsbesichtigungen sind gerade unter Corona ja heute auch eine andere Geschichte. Sie kennen ja klassische Anzeigen mit Bildern und auch hier haben wir einen Entwicklungsschritt gemacht, dass wir einige Wohnungen virtuell anbieten, also dass man da virtuell durch einzelne Räume gehen kann. Also es läuft total viel auf diesem Bereich. Wir sind da stolz, was wir schon erreicht haben. Ja, vielleicht noch eine Nachfrage zum Thema einfach nochmal Umsetzung. Wenn so viele Sachen aufschlagen, viele Pilotprojekte, viele Ideen, muss es ja auch quasi Strukturen und Prozesse in Unternehmen geben, wie man das dann weiter voranbringt. Vielleicht ist es da auch nochmal spannend, aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das bei uns auch verankert wird. Ja, also wir haben jetzt nicht nur wegen den Startups, sondern generell, weil wir ein total innovatives Unternehmen sind, ein Projektmanagement vom Jahr eingeführt, das einfach dazu führt, dass diese vielen Ideen strukturiert geprüft werden und auch umgesetzt werden. Also wir haben gerade eher das Thema, dass wir zu viele Ideen und Projekte haben als zu wenig. Und deshalb braucht es da eine andere Struktur. Wir haben das Projektmanagement eben da aufgebaut, damit wir die richtigen Projekte richtig umsetzen können. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Zum Abschluss, zum krönenden Abschluss quasi, möchte ich nochmal das Wort an Dr. Hein übergeben. Mit der Frage, letztlich war ja, waren Sie ja auch im Wesentlichen an dieser Gründung und am Initiieren von Habitation beteiligt. Und das war jetzt vor mittlerweile ungefähr 3 Jahren. Und ich würde mal sagen, letztlich war ja Habitation an sich auch eine Innovation, die natürlich ganz viel nach sich zieht. Was ist denn Ihr persönliches Fazit auch rückblickend und was, so Thema Trends und Ausblick, können wir noch erwarten von Habitation? Ja, das war nicht ungefähr vor 3 Jahren, sondern ziemlich genau im Februar vor 3 Jahren. Also es war im Frühjahr tatsächlich, als wir uns mit den ersten Gedanken von Habitation uns beschäftigt haben. Und mein persönliches Fazit ist, man muss ja ehrlicherweise sagen, wenn man an so ein Wagnis, es ist ja eine innovative Idee und Gedanke gewesen, aber auch ein für die Wohnungswirtschaft zumindest innovatives Vorgehen, also die Art und Weise, wie wir Habitation organisiert haben über diesen Contest und so weiter, bis zum heutigen Format in der Form, war das ja nicht absehbar, ob wir tatsächlich damit Erfolg haben. Der Gedanke, den wir von der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt verbunden haben mit Habitation, waren ja eigentlich zweierlei. Einmal wollten wir, das ist ja schon verschiedentlich angeklungen, bei den Vorrednern, vor allem von Herrn Storz schon genannt worden, war ja eine Brücke zu schlagen zwischen der Start-up-Welt, zu der wir in der Wohnungswirtschaft überhaupt gar keinen Zugang hatten, und unserem eigenen Kerngeschäft, also der Wohnungswirtschaft oder unseren Themen in der Wohnungswirtschaft. Das war das eine. Der andere Gedanke war, Digitalisierung war ja absehbar oder ist ja absehbar, dass uns das zunehmend beschäftigen wird. Frau Dr. Beuerle hat ja auch noch ein anderes Thema dazu angebracht, nämlich die Alterspyramide. Aber dort, auch bei diesen Themen, spielt ja die Digitalisierung eine große Rolle. Dass diese Digitalisierung auf die Wohnungswirtschaft, auf uns zurollt. Und das verändert unsere Arbeitswelten. Und das war der zweite Gedanke, den wir mit Habitation verbunden haben, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen doch lernen,
unsere Arbeitswelten mit anzupassen. Und dann kann man das natürlich besonders gut, wenn man mit denjenigen oder diejenigen, die halt sehr verbunden sind mit diesen neuen Arbeitsstrukturen, nämlich den Startups, über Pilotprojekte voneinander lernt. Und ich muss sagen, also der Erfolg ist ja wirklich überwältigend. Damit haben wir ehrlicherweise nicht rechnen dürfen. Und das Ergebnis war, dass wir natürlich mittlerweile einige Pilotprojekte machen, aber auch schon abgeschlossen haben. Und dass wir in der Tat voneinander sehr viel lernen. Nicht immer nur im positiven Sinne, man macht auch negative Erfahrungen. Das muss man ehrlicherweise an der Stelle auch mal zugeben. Aber auch das gehört dazu. Wir sind in einem ständigen Lernprozess. Insofern ist mein persönliches Fazit, der Erfolg ist wesentlich größer, als ich es mir persönlich jemals habe träumen lassen. Ich bin wahnsinnig stolz auf unser Team Habitation und auf die Associates, dass wir das innerhalb dieser kurzen Zeit geschafft haben. 3 Jahre ist ja in der Wohnungswirtschaft überhaupt gar kein Zeitraum. Und dass wir so etabliert sind. Und das führt aber dann eben auch jetzt aktuell zu der Frage, wie machen wir weiter? Und dieser Contest ist so erfolgreich, dass wir mit weiter steigenden Bewerberzahlen rechnen müssen, sodass wir zunehmend natürlich auch ein organisatorisches Thema bei uns finden. Und ich fände das extrem schade, wenn Ideen in der Flut von den Bewerbungen nicht mehr berücksichtigt werden können, weil die bestehenden Associates und wir als Unternehmen diese nicht mehr als Pilotprojekte abbilden könnten. Und das ist aber ein sehr wichtiges Thema, weil wir Probleme haben oder Probleme sehen in der Zukunft. Vor allen Dingen, ich persönlich glaube, dass unsere Arbeitsprozesse ja sehr stark betroffen sein werden. Und wir arbeiten mit Bots aus diesem Habitation-Thema ja schon sehr erfolgreich in der Praxis. Also wir haben schon vieles davon auch umgesetzt. Dass diese Themen einfach uns zunehmend verloren gehen könnten, weil wir die Zahl der Bewerbung der Ideen nicht mehr managen können. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir an der Stelle weitermachen. Aus meiner Sicht haben natürlich die Wohnungsunternehmen alle dieselben Problemkreise. Wir arbeiten ja an denselben Themen. Es ist schon vielfach genannt worden. Nachhaltigkeit, Alterspyramide, aber die Digitalisierung selber. Das sind die 3 Trendthemen, die uns beschäftigen in Zukunft in der Wohnungswirtschaft. Und es wäre schade, wenn jedes Wohnungsunternehmen versuchen würde, so eine Art Habitation ins Leben zu rufen. Viel, viel sinnvoller ist die Struktur von Habitation, das ja mittlerweile etabliert ist. Wir sind ja bekannt und zu nutzen und gemeinsam zu sehen, dass wir die eine oder andere Idee dann umsetzen. Und deswegen ist unser Interesse groß, weitere Partner zu finden. Deswegen freue ich mich auch ganz aktuell mitteilen zu können, dass die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit Herrn Diehl neuer Associates-Partner von uns geworden ist. Und ich lade alle anderen Wohnungsunternehmen ein, sich in dieser Form zu beteiligen. Lassen Sie uns doch gemeinsam Projekte machen und voneinander lernen, so wie es Herr Storz auch schon an praktischen Beispielen genannt hat. Und ich glaube, das ist die erfolgreichste Variante, die wir gehen können, Arbeitsteilung, die Struktur, die vorhanden ist, durch uns, über uns zu nutzen, sich aber zu beteiligen aktiv, weil man natürlich auch Probleme einbringen kann und sehen kann, gibt es Lösungen in diesen Contests von Startups, die sich dort melden oder umgekehrt bringen die Ideen mit von Problemen, von denen wir noch gar keine Ahnung hatten, das gibt es ja auch. Aber das wäre im Grunde genommen die Zukunft, in diese Richtung werden wir gehen und ich möchte noch einen Hinweis bringen, weil man mit Digitalisierung und vielleicht jetzt auch mit Habitation möglicherweise die Idee hat, einen Elon Musk zu treffen oder einen Zuckerberg. Das sind natürlich Golden Nuggets, also Beteiligung an Startups. Das sind natürlich Nuggets, die zu finden, das kann nicht Ziel von Habitation sein. Aber es ist eine geringe Chance, mal so ein Nugget mitzunehmen. Deswegen glaube ich, wären wir gut beraten, diese Idee der Pilotprojektbearbeitung voranzutreiben. Und möglicherweise kann das ein oder andere Wohnungsunternehmen, wir auch, uns mal an einem Startup beteiligen. Das macht meines Erachtens sehr viel Sinn. Andersherum, sich einfach zu beteiligen an Startups und gucken, was da rauskommt, halte ich für weniger sinnvoll. Deswegen ist Habitation mit der Struktur, die wir gefunden haben, geradezu ideal, um das Zukunftsthema Digitalisierung angehen zu können. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, da sind wir und können wir alle gespannt sein und bleiben, was da noch so passiert. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen quasi an unseren
neuen Associate in der Runde, vielleicht ja auch beim nächsten Mal in dieser Gesprächsrunde, wer weiß. Ja, ich glaube, wir sind quasi eine Punktlandung, ist uns gelungen. Insofern, bevor es jetzt dann gleich nochmal ins Networking geht, vielen Dank an alle hier Beteiligten für die spannenden Einblicke, für das angenehme Gespräch natürlich. Haben Sie noch irgendein Abschlusswort? Ich würde mir wünschen, sorry, Frau Dr. Beiler, bitte. Nee, ich wollte einfach nur herzlichen Dank sagen, auch an Sie, Herr Dr. Beiler, weil ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Plattform schaffen. Es ist eine ganz klassische Verbandsaufgabe eigentlich, was Sie da machen, nämlich Themen zu bündeln, weil einer allein kann das nicht. Wir sind so eine große Wohnungswirtschaft insgesamt in Deutschland. Alle arbeiten an den gleichen Themen. Die gesellschaftliche Entwicklung, demografische Entwicklung ist enorm. Wir müssen da gemeinsam Lösungen finden. Und ich finde es großartig, dass Sie diese Plattform schaffen. Und deshalb sind wir gern dabei, das zu unterstützen. Aber ich wollte einfach nur mal sagen, herzlichen Dank für die Initiative und weiter so. Und wir tun alles, um Sie da ein Stück weit zu unterstützen. Vielen Dank. Wunderbar. Und in diesem Dank, vielen Dank, Frau Dr. Beuerle. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt im Networking noch eine gute Unterhaltung miteinander führen können. Also herzlichen Dank für Ihre Teilnahme auch an die Zuschauer, die wir leider nicht sehen. Wir sehen uns nur selber. Genau. Dann Ihnen jetzt erstmal viel Spaß beim Networking. Wie geht es jetzt genau weiter? Zum einen möchten wir das natürlich auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern gerne wissen. Wie hat es Ihnen gefallen? Wir haben ein paar kleine Fragen vorbereitet als Umfrage. Weil uns natürlich auch interessiert, sollen wir so ein Format weitermachen? Welche Themen wären gewünscht in diesem Fall? Welche Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer? Da haben wir was vorbereitet, weil man die Umfrage so gestalten kann, dass man nur auswählen kann. Kann sehr, sehr gerne auch am linken Rand der globale Chat genutzt werden für konkrete Anregungen. Da freuen wir uns natürlich auch. Und nach den großartigen Neuigkeiten zum Associate vielleicht noch ein wichtiges Wort oder eine weitere Neuigkeit. Es geht natürlich auch unser Contest in die vierte Runde und in diesem Jahr auch mit vier weiteren Partnern, nämlich unseren Associates. Wir öffnen unseren Contest für noch mehr Innovationen. Das heißt, alle Bewerberinnen und Bewerber können sich auf Pilotprojekte mit all diesen Associates direkt bewerben und kommen dann auch in der Innovation Week im September mit denen zusammen. Das heißt, wir haben, wie es Herr Dr. Hein schon gesagt hat, da noch eine größere Auswahl und ein noch größeres Innovationspotenzial für alle sozusagen. Und wenn es dazu jetzt direkt Fragen gibt oder überhaupt Fragen zu Habitation oder Fragen eben, wie kann ich eigentlich associiert werden als Wohnungsunternehmen, haben wir ein paar Räume vorbereitet unter Meet Habitation. Und ansonsten kann man aber auch im Networking sich direkt mit allen anderen, die im Networking verfügbar sind, direkt bilateral oder in Kleingruppen bis zu vier Personen austauschen. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon von mir. Ich komme auch gleich ins Networking und wünsche uns allen viel Vergnügen.